Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Hearts 2 auf meinem Kanal Matze. Und wir machen in dieser Folge da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir gerade mit Halloween Town Part 2 fertig geworden. Was meine ich mit Part 2? Ja, man geht eigentlich in jede Welt zweimal, zumindest zweimal, um dort zweimal ein Schlüsselloch sozusagen zu schließen. Man sieht das hier ganz oben ganz gut. Warte mal. Da sind zum Beispiel drei Schlüssellöcher. Das ist die einzige Welt, die drei hat. Und wir werden jetzt aber mal nach Twilight Town gucken, weil irgendwas ist hier komisch. Seht ihr das auch? Und wir müssen mal gucken, was da los ist. Denn irgendwas stimmt da nicht. Und hier werden wir jetzt nochmal einen Einsatz fliegen. Wir haben eine neue Highwind bekommen. Jetzt haben wir die Highwind. Highwind ist Level 7. Die werden wir auch nehmen. Das lassen wir uns nicht nehmen, die nächste Stufe zu nehmen. Und mal gucken, was wir damit so reißen können auf dem Flug nach Twilight Town. Eigentlich hatten wir Twilight Town ja schon. Und gerade das ist das Komische, dass hier auf einmal der Einsatz nochmal geflogen werden muss und wir nochmal dorthin fliegen müssen, obwohl wir eigentlich schon mal die Route freigespielt hatten. Denn normalerweise bleibt die Route dann auch frei und man kann da immer wieder einfach so zurückkehren. Aber in diesem Fall, seht ihr ja selbst, stimmt da irgendwas nicht. Auch die Welt sah so komisch aus, ihr habt es gesehen. Die war so komisch verschwommen. Also schauen wir mal. Mal gucken, ob uns vielleicht schon auf dem Weg irgendwas Komisches passiert. Gummi-Luftkampf-Tipps. Punktzahl. Punktzahl, Medaillen, zerstörte Gegner. Je höher die Medaillenlevel, desto mehr Punkte bekommst du. Erhöhe den Medaillenlevel und versuche ihn auf einem möglichst hohen Niveau zu halten. Das machen wir. Das machen wir. So, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Bisher haben wir ja gar keine Gegner. Sondern nur Hindernisse. Alter, was sind das für krasse Strähle, die hier so abgefeuert werden? Down. Down. Nein, den zweiten habe ich leider nicht gepackt. So, die haben wir eigentlich alle gepackt. So, das Medaillenlevel haben wir jetzt auf 1. Das wusste ich übrigens auch gar nicht, dass das so ist. Aber jetzt kriegen wir gerade keine Gegner. Somit kriegen wir das Medaillenlevel nicht noch höher. Wir haben das Medaillenlevel sogar wieder verloren gehabt. Jetzt sind wir Medaillenlevel 4. Aber wir brauchen halt jetzt neue Gegner, sonst sinkt das Medaillenlevel wieder. Alter, was ist denn hier los? So, Medaillenlevel ist stark gesunken wieder. Ja. Aber wir fliegen viel zu schnell an denen immer vorbei die ganze Zeit. Um da überhaupt wirklich was reißen zu können. Wisst ihr, was ich meine? Wie soll ich denn da großartig was killen, wenn... wenn ich direkt immer weiterfliege? Das ist halt ziemlich problematisch. So, jetzt haben wir gerade wieder ein relativ gutes Medaillenlevel. Und jetzt sind wir gleich wieder auf Medaillenlevel 1, weil wir wieder mehrere Gegner hatten, wo wir überhaupt nicht rankamen. Jo. Wir sind sogar von den Leben her echt gut im Arsch. Maus sie weg. Also weg. Jo. Das gibt mal richtig dicke.
Das gibt mal richtig dicke hier in der Mitte. Wow, ich glaube, das wird ein neuer Rekord. Damn. Ich glaube, das wird wirklich ein neuer Rekord. Und da drin gab es teilweise so viel. Wow. Und da haben wir es geschafft. Puh. Fahrt gesichert. So, neuer Rekord, Medaillen 5. Zerstört 349 und 139.979 Punkte. Aber wir haben kein neues Schiff bekommen. Schade. Schade, schade, schade. So, dann haben wir Twilight Town jetzt das zweite Mal freigeschaltet. Und wir schauen mal, was da los ist. Landen. Jetzt sind wir ja gleich da. Hä? Na, sind wir etwa nicht wegen des Fotos hier? Hier, seht ihr? Ja, Tushi hat recht. Dann suchen wir dieses Herrenhaus. Auf geht's. Ja. Auf geht's. Let it rip. Zack. Ja, mit dem Skateboard kommt man noch ein bisschen schneller voran. Achso, wir können noch unsere... Warte mal. Sind hier schon Gegner? Ja. Wir müssen gleich nochmal kurz gucken, weil wir haben ja noch eine neue Waffe bekommen. Und neue Abilities. Die sehr interessant klangen. Zack, den haben wir auch. So, machen wir fertig. Läuft. Duktilsplitter. Ich glaube, der ist selten. So, und jetzt gucken wir mal. Neue Waffe haben wir. Den Seelenwächter werden wir ersetzen durch die... Ja! Sankt Kybinian hat nochmal ein Damage mehr und erhöht den Schaden, den ein Combo-Abschlussangriff verursacht, proportional zu den Anzahl der Schläge einer Bodenkombo. Yes. Der wird auf jeden Fall, der darf auf jeden Fall mit. Und hier machen wir nochmal den rein. Und hier machen wir den rein. So, so läuft das. Und dann müssen wir bei den Abilities nochmal bei Sora reinschauen. War mir letzter Sprung. Drück Viereck, um einen Gegner am Ende einer Combo einen starken Sprungattacke auszusetzen. Das kann man halt noch reinnehmen. Und den Ausweichkörner. Der löst per Angriff einen Gegenangriff auf in der Nähe befindliche Gegner aus, während Reflektor ausgeführt wird. Okay. Muss Reflektor dafür an sein, oder was? So, ich werde auf jeden Fall dafür einmal rausnehmen, den Freund-Boost. Warte mal, was war da? Erhöht die Dauer, die ein herbeigerufener Freund bleibt. Ja. Die Rate, mit der sich die Drive leistet. So, das hier machen wir. Nicht anlegen. So. Und dann machen wir den Ausweichkonter rein. Letzter Sprung ist erstmal nicht so wichtig. Machen wir mal den Ausweichkonter rein. Zack. Für letzter Sprung fehlen uns noch 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt irgendwas Auto rufen. Steh auf, Männchen. Schadensbegrenzung. Anti-Disruptor. Das Wirken von Vita auf sich selbst wird nicht unterbrochen, wird man attackiert. Ja, das ist wichtig. Magie-Auto visieren können wir eigentlich rausnehmen, weil...
Weil wir das eh nicht benutzen. Also Magie benutzen wir so gut wie gar nicht. Dann können wir... Ach so, das hat aber gar nicht genug gebracht. Das Magie-Autovisieren kostet nur ein oder was? Jo. Dann könnte man noch den Item-Boost rausnehmen. Und dann machen wir das. Nehmen wir diesen neuen letzter Sprung mit. Zack. So, ist aber auch ein Test. Ich weiß nicht, wie gut das ist oder was das bringt. Wir schauen mal. So, die Einkaufspromenade. Bam. Bam. Das bringt richtig viel Erfahrung, ne? So, dafür, dass die so viel Erfahrung bringen, kriegen wir die echt ganz gut weg. Dadurch, dass wir halt jetzt noch mehr Damage raushauen. Sorry, wenn ich die Kameraperspektive manchmal so ein bisschen dumm habe, aber manchmal geht es irgendwie nicht anders. So, 860, what the fuck? Da bringen wir uns eben nochmal ein Level höher. Autsch. Komm, hau ihn weg. Nice. Hier nochmal die Angriffskraft gesteigert. Und Dickschädel dazu bekommen. Ability, Sora. Und bei Dickschädel müssen wir jetzt nochmal gucken. Dickschädel ist, glaube ich, eine... Man behält 1 HP auf, wenn ein fataler Schaden durch einen Kombo zufügt. Das muss rein. So, da nehme ich auf jeden Fall den letzten Sprung wieder weg. Ich glaube sowieso, dass man das gar nicht... Ich verstehe die Viereckattacken nicht. Die werden nie angezeigt, dass man die einsetzen kann. Wann auch immer man die einsetzen soll. So, wir hüpfen hier nochmal ein bisschen rum. Gucken hier, sind hier noch ein paar Gegner? Nö. Ja, dann machen wir an der Stelle erstmal ein kleines Päuschen. Wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Kingdom Hearts 2 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.